Spaß haben. Egal. Alles gut. Natürlich wurde ich wieder von irgendeinem Viech angegriffen. Warum auch immer. Danke. Gut. Wo sind denn deine Felder? Ja, bei meinem Haus, da neben dem, wo die Schafe sind. Ja, dahinter. Ja, da wächst schon was, ja. Das ist gut. Das ist schön. Ich höre schon wieder Pfeile an mir vorbeifliegen. Und da oben rennt schon wieder ein Creeper bei meinem Haus rum. Oh. Da laufen zwei sogar bei dir rum, sehe ich gerade. Eins ist unterm Haus bei dir und eins läuft nach oben. Ey, wir müssen echt da mal irgendwann gucken, gell, ob da irgendwas im Boden ist. Danke, Kevin. Was? Was? Ja, achso, ja, bitte, für die Nacht doch gerne. Hä? Gummi. Ja, nur mit, ne? Safety first. Ja, natürlich. Da leuchtet was im Wasser, im Boot. Wie bei Rico ist ein Licht aufgegangen. Oh ne, das sind Seegurken. Was? Mhm. Yvonne? Ist Wasser zu sagen. Ich kann tatsächlich aus dem Dingern keine Holzwaffen. Oder? Doch, warte mal. Doch, klar geht. Oder geht das nicht? Geht das nicht? Doch, geht wohl. Warum immer? Ja, nicht. Die letzte Frage. Die habe ich schon zweimal live gesehen, die Jungs. Nein, ich würde sie gerne dieses Jahr das dritte Mal sehen. Was? Santiano. Ich habe die schon zweimal live gesehen. Das ist cool. Ich wollte ja jetzt mal die. Alter, hau doch mal ab jetzt von mir. Aua! Mein Nachbar hatte Tickets für die. Ja, ich auch. Ich habe ja für Köln. Hallo ab. Und dann kam Corona im Büro. Da hat ich gedacht, nö, heute nicht. Da ist irgendwas mit Rüstung. Ja, die sind ein bisschen stärker. Warum leuchtet denn hier was? Guck mich nicht so an, du Scheißviech. Der steht vor meinem Fenster. Ich nehme die Seegurken mal mit. Oh, wie schön. Das hier ist. Aua. Können wir dann bei uns platzieren im Wasser? Na komm. Yvonne, hast du nicht gesagt, dass hier hinten auch noch irgendwo ein Kiefer rumgerannt ist? Ja, habe ich nicht gerade gesehen. Jetzt muss, weiß ich nicht. Bei mir hausen die Untertrunkenen da. Untertrunkenen? Genau, die Untertrunkenen. Ah, leck mich doch am Sack, Alter. Mistvieh. Ne, ich habe ja einen Creeper gehabt gerade mal, der meinte. Ich kann dich ja noch mal töten. Einfach so, just for fun. Naja, gefühlt so, ja. Noch einer. Vergiss es, mein Freund. Sicherheitssprengung. Boom. Bei einem reißt das hier überall so schöne Löcher bei Enrico vorm Haus im Boden. Schön. Was? Ja. Ich renne halt einfach auf die zu, anstelle dass er guckt, dass er ins Wasser geht. Ich hab doch auf Binnenweg gerannt, ich hab den noch nicht mitbekommen, den einen. Ich hoffe, du bist gut versichert. Quatsch. Ne? Okay. Gut, das endet dann wohl in einem Rechtsstreit. Das hört nicht ein Geräusch. Oh, das ist Lava. Schon wieder so ein Betrunkener. Hast du in den Spiegel geguckt?
Ist ja schon um 12 durch, gell? Ja, so quasi. Mini! Bei mir kann ich bitte. Ey, wo bin ich denn jetzt eigentlich gelandet? Ich habe gar keinen Plan. Auf unserem Server oder auf deinem Server eigentlich, ja. Kaputt. So. Ich fahre ja irgendwo im Wasser lang, wo ich nicht mal weiß, wo ich hin muss. Noch ein Creeper, Alter. Die Creeper gehen mir so offen. Also die Zombies sind mir egal, die Creeper sind mir eigentlich total ein Dorn im Auge. Und noch einer, Mann! Oh! Wie viele sind denn das? Das ist so unfassbar. Gut. Ah, was für ein geiler Komplex. Oh, Markus, das hat Headshot. Upsi. Das ist ja bei mir. Und auch in meinem Haus schon wieder einer. Hier muss irgendwo ein Spawner sein, Alter. Das kann mir doch keiner erzählen. Ist doch nicht normal. Du machst überall Fackeln und trotzdem spawnen die hier in deinem, in deiner Bude. Das ist eine sehr gesellige Bude. Wo bin ich denn jetzt? Hier gibt's Eis. Ich bin ja ganz falsch. Ich brauche echt eine Karte. Aber die bringt mir hier nichts. Na gut. Leider kein Knochen für dich. Wo kriegst die Knochen her? Und Skeletten. Van auf der Insel. Einfach nicht ich angucken. Ich habe kein Knochen für dich, auch wenn du so süß aussiehst. Ja, ich habe Knochen. Heiliger Grill. Der Kevin stand hier mit 3 Zombies, okay? So viel war es nicht. It's worst day. Ich sehe, wie die Sonne unter dem Wasser aufgeht. Ich habe Hundi gezähmt. Komm, Hundi. Komm. Mist, jetzt darf ich den immer schlagen. Kommt die nicht mit automatisch irgendwann? Sitzt der oder? Ja, nein, er sitzt jetzt. Ja, wenn er sitzen tut, dann ja. Kommt der nicht. Wenn er steht? Nur wenn du geschlagen wirst. Wenn er steht, dann folgt er dir. Ja, ja, zur steht. Not einfach weggehen und dann spawnt er daher. Komm, Moni, komm rein. Ernsthaft, gib das hier, das will ich haben. Gib das hier, hab ich gesagt. Gib das hier. Das ist jetzt mein. Zwei, Moni. Gib das jetzt her. Komm her. Mein Stockchen. Meine Muschel. Hat einen Zombie. Ja, aber wenn ihr Hunde habt, müsst ihr echt aufpassen, wen ihr haut. Denn dann tödlich. Ja, okay. Entweder für Hund oder Mensch. Ha, erwischt. Ich hab Hundi. Das kann man angeblich diesen Fruchtfleisch machen. Den Hunden geben. Was anderes will. Kannst du damit nicht machen. Ich hab da noch ein bisschen Dünne. Jawohl. Verzieh dich. Geh weg. Jetzt ist er da direkt in meinem Haus, direkt neben mir eine Spinne gespawnt. Also irgendwo muss hier ein Spawner sein. Kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht ist. Nimm dir den Crocs. Alles bei dir spawnt, ist ja komisch. Das kann ja nicht nur ein Spawner sein. Wir müssen wirklich mal gucken, hier unter der Insel. Irgendwo muss hier irgendwas sein. Eine Insel mit 2 Bergen. Ach. Hm? Muss erst mal zusehen, dass ich irgendwie zu euch komme. Aber irgendwie komischerweise immer nur bei dir, Maus, Markus. Tja. Also für das Position, bei uns ist es aber schon nicht so viel. Schon wieder Uni? Wie bist du jetzt rausgekommen, Uni? Eigentlich wolltest du dort im Haus bleiben, aber okay. Der spawnt auch. Hä? Du musst den Sitz machen lassen. Ach dann so. Dann spawnt der dir nicht hinterher. Ah, verstehe. Weil sonst verfolgt er dich auf Schritt und Tritt, um dich halt zu beschützen. Ja.
Wo die sitzt. Rein. Und da bleibst du jetzt. Oh, ihr könnt heute auch vermehren, gell? Ja, ich hab erstmal einen. Weil so Zufall. Baby hat einen abgeschleppt und ich hab ihn gezählt. Du kannst ja auch deinen und Markus sein füttern und dann vermehren die sich. Geil. Und dann kriegt ihr ein Babywölfchen. Soll ich dir bei deinem Dach helfen, Kevin? Ja, wäre gut. Ich krieg das irgendwie nicht gebacken, keine Ahnung. Ich hab jemanden gehört, der sein Haus backt. Klar. Jetzt hast du auch Hexe und so. Knusper, 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 knusper an meinem Häuschen. Es gibt auch Lebkuchenhäuser, die werden gebacken. Die kennt er danach auch. Hä? Ach du Scheiße. Hier ist gerade aus einer Schildkröte würden einfach 4. 3, 4. Lol, was ist mit euch? Habt ihr Zucht? Hier herrscht Zucht und Ordnung. Das Schlimmste ist, Schildkröteneier zu finden. So. Spielst du eigentlich? Achso. Das, wofür du dir eine ganze Nacht geopfert hast. Wie ist denn die Nacht? Alles klar. Das ist deine Lebenserwartung nicht mehr sehr hoch. Ah, ich habe mein Dings wiedergefunden. Das ist schön. Wie hast du wiedergefunden? Den Katzen. Das auch. Was? Den Turm meinst du, hast du wiedergefunden? Nee, wo ich kurz angehalten hatte. Mit der Werkbank. Ach so. Machen wir jetzt hier eine Karte. Papier. Bup. Bup. Bup, 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 bup. Karten, so. Ehrekarten. Oh, ich weiß immer nicht, welche was ist. Ist Locator? Kann mal jemand kurz bei mir an die Kiste gehen? In meinem Haus. Und dann? Mal ansagen, was da für Karten drin sind. Unbekannte, 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 Unbekannte. Okay, dann nehme ich jetzt die hier. Da ist nämlich ein Kompass drin. Ich klau dir mal ein bisschen was Zeugs, ne? Ach du Gott, wie weit bin ich denn weg von euch? Hier ist das Haus. Ah, okay. Hilfe. Oh, Scheiße, ich bin gerade vom Dach gefallen. Auf den Kopf. Ich habe den abgebaut oder was? Oh, es regnet auch noch. Er hat was abgebaut. Als hätten die den Turm einfach abgebaut. Er war bei uns in der Nähe, das weiß ich. Ah, ich habe ihn gefunden. Leute, das ist ja doch nur ein Turm. Ist ja gar nichts. Oh doch, oh ne, okay, das sind Wächter. Jetzt gut, Stuff, glaube ich. Aber die greifen einen an. Ja.
Ja. Wer? Was? Wie? Wächter. Wächter. Ach so. Sind neue Bösewichte, sag ich mal auf Deutsch. Da, wo du jetzt bist, quasi. Ja, bei dem Turm, den ich die ganze Zeit gesucht habe. Die haben, wie heißt das hier? Keine Ahnung. Na, was anderes als Pfeil und Bogen. Schwert. Nee, es ist schon mit Pfeilen und so eine Art Bogen, aber nicht direkt dasselbe. Eine Armbrust oder sowas. Oder? Ja, genau. Okay, eine Armbrust. Hör doch auf, mich zu anvisieren. Jetzt werde ich so sterben wahrscheinlich. Ach du Scheiße, das ist eine ganze Armee. Ja, ich bin nochmal weg. Ich schaffe nicht allein. Hab ich Pfeil und Bogen mit? Nee. Ich hab keinen Bogen mit. Mist. Auf welchen Schwierigkeitsgrad hattest du eigentlich gestellt? Leicht, ne? Mhm. Ja, dann... Will ich gar nicht wissen, wie das normal gewesen wäre. Nee, okay. Aber dann muss hier wirklich irgendwo unter der Insel irgendwas sein, weil sonst, wenn es auf leicht schon so viele Monster hier sind auf der Insel, dann muss da irgendwas sein. Dann müssen wir uns mal auf die Suche begeben demnächst, Enrico. Ja, ich bin gleich da. Richtig. Bin ein bisschen weit gefahren. Das Blöde ist, dass Karten sind nur kleinabhängig. Also pro Chunk quasi. Und wenn du das erweitern willst, brauchst du so ein Kartendeck. Oh lol. Als ob der Bilder anzeigt, wenn ich euch suche. Markus, baust ein Dach drumrum? Also so. Hä? Baust du das Dach komplett drumherum? Nee. Also machst du das so wie die zwei? Ja. So ähnlich, ja. Das sah nämlich gerade vorne aus. Oh, Delphi. Ja, das habe ich auch wieder weggemacht. Okay. Wer hatte hier wieder Langeweile und hat hier Druckplatten hingebaut? Ich nicht, ich habe nur den Boden wieder aufgefüllt. Okay. Natürlich schwebt. Ah, warte mal. Lügt euch. Nee. Doch, nicht. Bitte. Ich bitte drum. Wie er drauf besteht, oha. Gott, oh Gott. Wie wichtig es ihm ist. Hier, bitte. Träumt weiter. Was? 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 Was ist das nass? Scheiße, Schaufenster. So. Wie ist das Schaf da rausgekommen? Ach, das ist ja nicht für uns.
Oha! Wie viel ist da bitte gewachsen? Hau ab, Fuchs! Keiner mag dich! Schon wieder Nacht, hier sind schon überall Monster. Ja. Danke, du verblödete Spinne. Markus, ja? Kevin, du wolltest doch einen Zombie in einem Boot sehen. Ja, kannst du mir kommen, da ist eins. Nee, danke. Ich wollte nicht sehen, wie du Boot fährst. Okay. Hm? Okay. Schon wieder zwei Zombies in meiner Bude. Wir gucken dann mal. Ach, du mein Baby-Zombie, Alter. Alter, 50.000 Zombies um mich herum, ja. Ja, ich hab Langeweile. Ich habe einfach gerade mal alles bei mir beschriftet. Mit Hund, Treppe. So. Ah. Bald wieder die Folge zu Ende. Halbe Stunde geht immer verdammt schnell. Also so, dreh rum. Wie spät haben wir es überhaupt gerade? 12.36 Uhr. Okay, also noch ungefähr eine Stunde. Ja, wie gesagt, ein bisschen früher machen wir Schluss, weil ich will um 14 Uhr Formel 1 gucken. Ja, läuft aber nicht im Free TV heute. Ist mir wurscht, ich hab Sky. Sky Cinema. So, Schüsseln. Fühlt sich gut im Bett. Hm.
Dach ist fertig. Cool, danke. Wir müssen nur alle ins Bett gehen, damit das auch klappt. Was liegt hier da hinter mir? Ich raste aus, ey. Was für ein Monster! Ey! Arschleck! Oh! Alle ins Bett, hast du gesagt? Bin dabei? Ja! Was mich halt nur wundert, wenn wirklich was hier unten drunter ist, müsste doch... Oh, schon wieder ein Creeper, Alter, ich könnte schon wieder ausflippen. Müsste doch eigentlich aber auch hier irgendwo ein Höhleneingang sein oder so, schon einer von Natur aus, so sag ich mal. Nee, muss er nicht. Haha, Creeper, du bist gefickt. Viel Spaß im Boot, kannst ein bisschen hocken bleiben. Hier baut schon wieder jemand Holz ab, ohne das Holz abzubauen. Klar, ist ernsthaft.
So, auf zu Markus. Wollen wir mal gucken, wo dein Unheil steckt. Kevin sieht aus, als hätte er gerade hier irgendwie Halsverrenkungen. Wäre das was Neues? Es gibt doch so einen Tisch. Wie baue ich den? Was für ein Tisch? Soll ja, es gibt Tische. Aber irgendwie finde ich den hier nicht. Tische. Spielt den Zaubertisch und Bogentisch.